Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zu einer weiteren Runde Battlefleet Gothic Armada 2 mit den Necrons. Und wir beenden mal den Zug. Denn wir werden ja gleich angegriffen von den Space Marines und so sehen wir auch gleich, ob noch woanders was kommt. Irgendwelche Tyranniden oder Chaos hat sich verstärkt. Ah, kommen sie auch, dick und fett, die Tyranniden. Die spielen jetzt mit dem Agrippina-System. So, Space Wolves. Es wird Zeit, mal ein paar Wölfe zu zähmen, ha? Ach komm, mal Autoschlacht. Das, was da kommt, hat natürlich keine Chance. Absolut nicht. Schiffe sind leicht beschädigt. Space Wolves sind tot. Ja, mehr hat der Imperator nicht zu bieten. Hin und her. Oh, der eine, das eine Planet heißt da AE-71b. Wow. Das nenne ich ja mal kreativ. Na, da müssen wir auch noch mal hin. Aber vorher kriegen wir da unten ganz schön viel Besuch. Ganz knapp. Ah, die opfern sich hier alle gegenseitig. So, dürfen wir auch mal wieder. Das kriegen wir nicht hin, solange da zwei Schiffe drin sind. Der könnte auch nochmal ein Schiff gebrauchen. Ich überlege, ob ich den einen hier... Nee. Ich finde, wir sollten unsere Übermacht schon über Zahl auch im, benutzen. Nicht, dass wir noch irgendwie verrecken hier. Immer gerne noch eine neue Flotte bauen, verdammt. So, was haben sie denn hier an Punkte? Ich glaube 600. Auch da machen wir mal eine Autoschlacht. Nächste Runde kommt das nächste System. Vielleicht kriegen wir auch so die Space Marines mal raus. Du könntest auf jeden Fall noch was gebrauchen, ne? Fast 100 Punkte fehlen dir. Ich glaube, davon so einen zweiten, das wäre zu viel. Wie sieht es denn hier mit so einem aus? Auch noch knapp zu viel, scheiße. Ein Jackal passt aber, ja. Aber nur ein Jackal. Wir müssen echt noch aufleveln hier. Die kriegen gleich Besuch. Die können wir ein bisschen aufleveln. Na gut, hier war nix. Skellos hatten wir ja gerade erst. Das heißt, er kann wieder zurück.
Du kannst ja da mal hinfliegen. Dann können wir hier dir was spendieren und vielleicht kriegst du auch ein neues Schiff. Mal alles reparieren. Wie viele Punkte hast du? 621. Nee, da kannst du nichts kriegen. Das war's. Kannst vergessen. Oh, da zeigt er 106 Punkte noch an. Das günstigste davon kriegst du nicht rein. Nee, dann kriegst auch du einen zweiten Jackal. Fertig. Dann könntest du eigentlich hierher kommen. So, in einer Runde kommen die Tyranniden. Gibt es noch Konstruktionspunkte? Ah, da gibt es hier gleich massig Angriff. Einmal Tyranniden, dann die Space Marines zweimal und dann einmal die Eldari. Ich hoffe, dass da noch was ist. Wenn ja, dann machen wir die Eldari platt. Und hier machen mir die Orks noch sehr viel Angst. Na gut. Was ist hier noch im Agrippina los? Die haben schon Zug beenden. Oh Mann. Vor allem 1000 Punkte Chaos, ne? Da bin ich mal gespannt, ey. Dann kriege ich gleich zwei Flotten. Wenn die Geschichte da endlich mal vorbei ist. Das wird hart, das wird hart, das wird hart. Ah, das brauchen wir auch nicht spielen. Da können wir auch ganz bequem Autoschlacht machen. Die Schiffe repariere ich aber gleich. Weil dann die Runde wird interessant. Die nächste. So, der wird auch... Den lassen wir mal angreifen. Genau, soll er das mal ruhig erobern. In zwei Zügen. Na gut, komm. Reparieren, zack. Reparieren, zack. So, wenn hier was herkommt. So, Schlacht. Sagen wir mal. Ah, es wäre schon. Die sind immer noch über die Hälfte. Zorn, das muss reichen. Versagen das Gauss-Magnetfeld. Das Schiff erleidet zufälligen kritischen Schaden. Aha. Hat aber überlegt, das Chaos. War doch ein bisschen knapp. Wir haben noch eine Runde Zeit. Wenn der raus ist, dann haben wir hier nur 1000 Punkte. Dann greifen wir hier mit drei guten Flotten an. Wenn da noch was von übrig ist. Hoffe ich mal. Dann dürften wir jetzt hier leichteres Spiel haben. Und falls hier noch was kommt... Mal genug Geld. Wo kommen jetzt die anderen 1000 Punkte? Das würde mich immer interessieren. Da haben wir ja was zum Abfangen. Ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst, wo die kommen.
Nee, hier war ich doch gerade, verdammte Axt. Hä? Irgendwo kommen noch 1000 Punkte. Ich will doch nur wissen, wo. Skellos. Das ist noch okay, weil wir von dort oder von, nee, von hier wieder zurückfliegen können. Ach, wenn die überleben. Gut, erstmal gibt es Tyranniden-Hackfleisch. Müssen wir leider kämpfen, nicht doppelte Stärke. Tyranniden muss man genauso bekämpfen wie Orks. Nicht rankommen lassen. Immer wegspringen. Oh, das. Und das Gute ist, Tyranniden und wie bei Orks, ich glaube, wenn man die Anführer da platt macht, dann gibt es bei den Orks entweder Meuterei, wenn die Bosse weg sind, und bei den Tyranniden gibt es dann halt diese, diese wilde Instinkte, wo sie quasi auch in Panik verfallen. Ach, wir müssen Punkte einnehmen. Ist ja meine Lieblingsmission. So, dreh dich mal dahin. Komm, hast du den weiten Weg dahin? Start. Hier hin. Ihr seid meine Eins. Machen wir bitte hier hin. Frontbewaffnung. Du bist ja schon quasi da, Nummer 2. Du bist Nummer 3. Machen wir Schleichfahrt. Nummer 2, du machst auch Schleichfahrt. So, wir springen mal, damit sie auch wissen, wo wir sind. Na, funktioniert doch. What is your command? You have seized a strategic area. Perfekt. Der ist noch dabei. Ready to serve. Kommen wir doch mal gleich. Wir brauchen mal Abfahrmäger. Wir sind doch bestimmt hier in der Nähe. Oder sie kommt zu ihmchen hier. Kann natürlich sein, dass er hier gleich Besuch kriegt. You have seized a strategic area. Jo. Dann würde ich sagen, ziehst du mal Leine. Hau mal ab, mein Freund. Oh, da ist Mama. Und Feuer. Seitlich feuern. Auf Feuer auf eigenen Ermessen. Los, wieder Frontbewaffnung, Feuer. Du spring nicht durch diese Rotze. So, du kannst den Punkt einnehmen. Du schießt nicht auf den Freund. Motive units fully engaged.
Da ist der Boss. Scheiße. Ah, der verliert, die verliert Leute hier, Typ. Achso, hab den falschen. Ups. So. Attacke auf den Großen. Und ich beam mich da mal weg. Und dann schießen wir mal auf die Kleinen hier. Nummer 1, Nummer 2. 25% of strategic points. Ah, du musst da mal weg, glaube ich. Okay. Da muss immer noch weg. Ihr dürft seitlich beschießen. Scheiße, seitlich schießen. Oh, du musst weg. Du musst sowas von weg. Oh, der sieht gut aus. Der geht auch gleich zum nächsten Schiff. Schön, 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 schön. Los, diese Nahkämpfer müssen weg. 3, 2. Nee, das, scheiße. Wow! Haben wir wieder Truppen, verdammt? Scheiße. Ready to serve. Das macht keinen Spaß. Alter, ist das für eine Megazunge gerade gewesen? Der war auch schon wieder, hä? Ging nach oben oder was? Der bleibt hier, bis die Zeit abgelaufen ist, damit wir da eine Truppe rüberkriegen. Ich will das nicht verlieren. Hä? Was ist das für eine Zunge, die nach oben geht? Ah, ich hoffe, das ist so irgendein kleines Popelschiff, was da noch rumfliegt. Ich will dieses Schiff da nicht verlieren, das ist ein Anführer. Puh. So, ihr geht jetzt auf Tyrannidenjagd, verdammte Scheiße. Muss da irgendwo was sein. Ich höre ihn doch schon quasi hier. So. 1, 2 und rüber. Du ziehst dich jetzt schön brav zurück und du kannst weiter. Nummer 2 lebt auch noch, sehe ich gerade. Irgendwo müssen sie noch sein. Das hört sich auf jeden Fall nicht... Ah, hier. Na, wo ist denn... Da. Ready to serve. Hier, hol den Punkt, sicherheitshalber. Oh, es sind zwei Schiffe noch. What is your command? Gut, das war dann doch noch nur der eine. Oh, zwei. Ja, töte den mal lieber. I serve your glory.
They are doomed. Motive units fully engaged. Oh, das kommt in die falsche Richtung. In die falsche Richtung. Oh. Er rammt einfach alle kaputt. Ach, Gott sei Dank haben wir es geschafft. Nur weil sie so nett sind und alles kaputt ran. Danke, Tyranniden. Aber man hätte... Was ich damals hätte mal machen müssen, das fällt mir immer wieder auf... Oh, wir sind aufgestiegen. Die ganzen Kleinschiffe, ruhig opfern. Die haben mir nicht viel gekostet, ruhig opfern. Aber mein Fehler war damals auch, ich habe nichts ausgebaut. Puh, 1050 Punkte, ein Upgrade-Punkt. Flottenkapazität bis 700, endlich. Und das haben wir auch hier erobert. Jetzt könnten die beiden eigentlich da weiter. Aber ich könnte sie auch woanders gebrauchen. Aber wir müssen da eh hoch durch die Mission hier. Und zwar brauchen wir das hier. Okay. Das könnten die noch hinkriegen, die beiden. Aber wo kommt man da raus überhaupt, wenn die mit da hinkommen? Oh, da kämpfen wir auch gleich so heftig. Scheiße. Ich glaube, ich ziehe sie erstmal zurück woanders hin, damit wir sie ausbauen können. Haben wir hier noch was? Der greift zwei Runden da an. Die haben... Ne, wir sind, glaube ich, mit der Runde zu Ende. Scheiß Tyranniden. Ich hoffe mal, das wird so eine Mission, dass wir nicht irgendwie Punkte einnehmen müssen, sondern... Aber doch, Punkte einnehmen wäre ganz gut. Dann müssten sie auch zu meiner Raumstation. Oh, wir haben hier keine Raumstation, sehe ich gerade. Ups. Ich war mir irgendwie felsenfest sicher, wir hätten hier eine Raumstation. Ja, gut. Dann fliegen wir einfach zu unserer Verbündeten. Und die sollen ruhig wissen, wo wir sind, damit sie uns nicht so lange suchen müssen. Feuer frei. Ihr dürft auf alles schießen, was sich nicht bewegt. So, was haben wir für tolle Fähigkeiten? Wer hat das mit dieser Kette? Ja. Der hat nichts. Der hat natürlich auch nichts. Aber diese Kette könnte uns noch hilfreich sein. Bei den Tyranniden. Wie heißt die Waffe? Kette des Lichts? Ne, Blitzverbindung. Ah. Oh! Haben die sich gegenseitig gerammt?
Habe ich kein Problem mit, ehrlich gesagt. Ah, die Suppe hat sich ein bisschen hier vergrößert, aber die bewegt sich generell, die Suppe. Kommt die näher? Da hinten ist aber auch schon was kaputt gegangen. Ich glaube, die zerstören sich gegenseitig, kann das sein? So, da haben wir sie. Du bist da mal falsch, mein Freund. Und spring weg, Junge. Holla, die Waldfee. Ohne dass wir was machen müssen, hat sich der Anführer schon fast selbst gekillt. Wir können ja mal trotzdem Blitz-Action machen. Das sieht gut aus, da kriegt er richtig schön Schaden. Der neue auch. Fliegen sie alle da in diese Blitzverbindung rein. Geil. Rammen alle natürlich das Anführerschiff. Aber dadurch sind sie alle in den Blitz reingeflogen, in diese Blitzverbindung und machen sich damit tot. Wie geil. Ja, danke. War nett von euch. Kommt gerne mal wieder. Na, ich bin gleich mal gespannt hier, die beiden. Ach, da kommt nur alleine. Na gut, dann machen wir Autoschlacht. Gruftrückruf. Mhm. Scheiße, die Orks verbreiten sich da auf wie eine Pest gerade. Und gleich eine neue Flotte. Oh, die Salamander. Ach komm. Die machen wir nochmal platt. Ich glaube, gegen die Salamander hat man noch gar nicht gekämpft. Ja, fand ich eigentlich auch cool. Also ich weiß noch damals, ein Bekannter, der hat für so einen Sergeant von den Salamanders, oder für einen Captain war das, glaube ich, einen Umhang aus Green Stuff gemacht. Und quasi hat er hat sich Schuppen gebastelt aus Green Stuff und hat die halt immer übereinander geklebt, so dass daraus ein Mantel entstand. Oder ich glaube, der hat eine Mantel als Struktur schon benutzt irgendwie oder so. Auf jeden Fall sah das recht geil aus, recht zeitaufwendig. Ich weiß nicht mehr, 10 Stunden oder so, nur für Mantel ist jetzt nicht wenig. Aber Idee war cool. Oder ist cool. Sieht bestimmt, er hat auch gut angemalt, glaube ich. Ah, dafür. Das ist. Malen ist echt geil, ne? Wenn man es kann. Ich kann es leider nicht. Aber ich beneide die Leute, die es können. So, weiter geht's. Du bist fast zerstört, du machst eine Schleichfahrt. Geh da mal hin. Der Rest bleibt in der Flotte. Ich nehme euch alle eins.
Und die 1 springt nach vorne. Motive units fully engaged. Der Feind soll uns sehen, der Feind soll uns hören. Wir haben keine Angst vor Salamander. So, alle dürfen schießen. Frontbewaffnung. Wir haben Skarabäen, wir haben Kugel der Wiederbelebung, Stasisbombe und Sternenpulswaffen. Ich liebe Sternenpuls. So, wir müssen mal Abfangjäger rausschicken. You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. Ah, zu spät. Alter, 9. Er hat erstmal andere Sorgen, der Kollege. Deck beschädigt. Ah, der muss auch kämpfen. Dann. Ja, ich glaube, du kannst nach Hause. Kann er nicht. Scheiße. Ah, Waffe beschädigt. Seitliches Feuer. Du darfst auch seitlich schießen. Und du auch. Ah, kann sich nicht zurückziehen. Los, hau ab. Mach Tarnfahrt und geh. Brauch den Skarabäus-Schwarm. Und Truppen rüber. Du holst dich gleich den nächsten weg. Jo. Du haust auch ab. Und der soll auch abhauen, genau. Los, flüchte! Stell dich ihm zwischen. You have seized a strategic area. Sternenpulswaffe Feuer. Ach, bringt nichts. Habe ich einen verloren? Boah. Ich glaube, den Jekyll habe ich noch. Gut. Oh, Gott sei Dank, ey. Also, dass unsere kleinen Eskortschiffe sofort, die waren zu weit vorne, glaube ich. Die Space Marines haben sofort Truppen drauf geballert. Ey, die waren ja gerade. Wir haben echt viele Necrons verloren. Den anderen Führer hätten wir auch beinahe verloren. Da haben wir 3 Truppen. 5. 15, 16 Truppen haben wir verloren. Warum ist denn das Panzerschiff nicht der Anführer? Ach, Heinrich. Hat war ja auch ein Kampf hier. 3 Kämpfe hintereinander für das Kacksystem.
Mann, oh Mann. Ja, den lassen wir dann mal das bekommen. Oder wir könnten auch da einen hinschicken. Mit dir aus, reparieren wir mal und dann hast du wie viele Punkte? 100 könntest du noch reinkriegen. Ist wahrscheinlich dann auch nur so ein, zwei Jackel. Ein Jackel nur. Was für ein Scheiß. Zwei von denen auch nicht. Gib mir einen Jackel. Ach komm, ich gebe den Punkt da nicht kampflos auf. So, was können wir uns noch verbessern hier? Gruftstalker. Engrammkommando. Die Abklingzeit von Befehlen, ja, geht um 10% runter. Schattenschleier. Blitzschlag führt eine zusätzliche Angriffsaktion aus. Das heißt, wir verstärken den damit. Blitzbogenwaffen. Die Panzerung des Ziels um 25% senken. Das heißt, wir machen die Blitzbogenwaffen damit besser, stärker. Kauternisierung erhöht, wenn das Schiff sich nicht bewegt. Ach. Lebenspunkte für Escortschiffe. Ach, sind nicht so wichtig. Ich mache mal hier, wir verbessern Schattenschleier für Blitzschlag. Viele Stufen können wir gar nicht. Können wir überhaupt alles erforschen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ne, können wir nicht. Ah, ne, ist flotte Verfügbarkeit. Ups. Da habe ich mich gerade ein bisschen verguckt. Ich glaube auch nicht, dass wir alles erforschen können. Wäre zu viel. Können wir noch mal irgendwas vergessen? Ja, die sollen erstmal zurück. Kommen wir mit Mühe und Not erstmal dahin. Gut, ich glaube, ich mache hier auch erstmal einen Break. Mal gucken, was wir als nächstes anstellen. Irgendwo waren noch wieder diese 1000 Punkte. War das ein Skellos? Ich weiß es schon wieder nicht. Doch, da sind drei Züge. Da müssen wir... Nee, warte mal. Die müssen wir ja quasi gleich zurückschicken. Da kommt schon gleich wieder ein Angriff. Und wir könnten den unten platt machen. Ich glaube, das machen wir auch. Aber ich würde sagen, erst nächstes Mal. Also nächstes Mal machen wir dann erstmal ihmchen Platz. Aber lass mal die 1000 Punkte da kommen. Ich habe sonst nichts anderes, ne? Nee, warte mal. Ja, hier ist ja nichts. 1000 Punkte Chaos. Wir haben da quasi ja schon ein paar Punkte liegen. Nee, die müssen wir zurückschicken in drei Zügen. Also, zwei Züge kommt er. Eine Runde, zwei Runden, drei Runden rüber. Bewegen können sich maximal drei, der eine zwei. Ich überlege gerade nur, wie war es am schlauesten? Also, es ist direkt am Tor. Da kriegen wir vielleicht gerade noch so hin. Gut, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Unterstützt die Gruftwelt auch mit einem Abo. Würde uns allen und die Negrots natürlich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.